Servus, und hier ist der T-Edlan mit dem nächsten Projekt, was wir angekündigt haben. Wir haben einen Trailer auch davon gemacht, Dead Space 3. Und werden das dieses Mal auf Schwierigkeit stehen, das Spielen, das steht da auch. Mit Reanimation natürlich an und so. Und dann werden wir auch sofort anfangen mit dem T-Edlan Soul Safer. Guten Tag, das soll so lustig werden, denke ich mal. Ja, ist halt schwierig. Also ohne Wunder, wenn wir mal wegfliegen oder so, das ist, kann passieren. Kaufmann, das bringt doch nichts. Alpha Niner, hier Whiskey 250. Alpha Niner, hier Whiskey 250. Serrano, hören Sie mich? Tim? Oh Gott sei Dank, haben Sie es gefunden? Gefunden? Doc, ich weiß nicht mal, wonach wir suchen. Folgen Sie einfach dem Wegpunkt, den ich Ihnen schickte. Ich kann Ihnen nicht mehr sagen. Wir müssen nur dorthin. Schnell, hören Sie! Wir müssen dorthin, oder haben wir... Verdammt! Dem Wegpunkt folgen. Dem folgen wir seit 3 Stunden und haben 0, nichts gefunden. Hand vor Augen nicht. Wie sind wir eigentlich in diesen Schlamassel reingeraten? Der Doc braucht uns, Sam. Oh, komm schon, Kaufmann. Wir sind keine erfahrenen Soldaten. Himmel, du weißt ja nicht mal, wie du dein Gewehr richtig halten sollst. Oh nein. Heilige Scheiße. War das nicht das mit dem Ausweichen? Wo ich eine Maschine ausweichen will? Hey Doc, wir haben es gefunden. Gut. Ja, genau. Kommen Sie rein? Es ist komplett abgeriegelt. Sehen Sie sich um, es muss einen Weg geben. Kugeln, super. Jetzt können wir uns gegenseitig umnieten, bevor wir erfrieren. Vielleicht können wir uns einen Weg hineinschießen. Ich habe einen Weg hineingefunden. Gut. Sie suchen scheiße. Nach einem Zylinder von etwa einem halben Meter Länge. Können Sie ihn sehen? Ich hab keine Munition, aber heilkränke oder sowas zu schnell, klar. Ja. Problem ist, dass die immer auf den Stuhl stürmen. Und ich komme wieder zu, um was zu machen. Seht das schon kommt, dass wir hier fast nur am Sterben sind, dass das nichts wird. Mit unserer Aufnahme hier. Das gehört dazu. Vielleicht schauen wir so, wenn ich denn schon ein paar Medikits oder so finde. Ich hab ihn! Doc, ich hab ihn! Auf! 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 Wo sind
sind sie! Hey Doc, ich hänge an einer Felswand, aber ich habe, was immer das ist, den Kohle. Er ist der Schlüssel, um alles zu retten. Kommen Sie zum Silo und halten Sie keine Falte an! Ja, hier sind die Entscheidungen jetzt schneller. Hier musst du schon schneller reagieren. Tapfere junge Soldaten, jeder einzelne von ihnen. General Mahat, Sir. Vor allen Dingen, du bist fast tot. Wo ist Dr. Serrano? Ich schläf. Und hab kein Medikit. Serrano, stets der Optimist. Er sagte, ich soll das in die Stadt bringen. Er sagte, es wäre noch Zeit, es aufzuhalten, Sir. Es ist noch nicht wir zu spät. Wir haben die Kontrolle verloren. Und jetzt müssen wir der Erde und den souveränen Kolonien zuliebe das Richtige tun. Lieben Sie die Erde, Junge? Ihre Mom? Ihren Dad? Ja. Ja, Sir, natürlich. Gut. Schön zu hören. Ja, tragisch. Das ist schon ein bisschen, die Leute alle selber erschießen. Na, für den Wiedergeburtszyklus. Ist halt ein bisschen krank, was die Leute da veranstalten. Brüder und Schwestern, das Zeitalter der Menschheit neigt sich dem Ende zu. Wir sind zu viele hier draußen auf zu wenig Platz. Die Unternehmen lehnen wir ein. Wiedergabe, Nachricht 34. Isaac, ich weiß, dass du da bist. Jetzt geh schon ran. Wie du willst. Ich rufe nur an, um dir zu sagen, dass mein Leben weitergeht. Pass auf dich auf, ja? Sind Sie Isaac Clark? Finger weg von mir! Antworten Sie! Er ist es. Wer zum Henker sind Sie? Helfen Sie ihm hoch! Hoch! Ich habe nicht viel Zeit, also werde ich mich kurz fassen. Meines Wissens sind Sie sowas wie ein Marker-Experte. Sie erschufen einen... Einen Scheiß erschuf ich! Die Regierung zwang mich! Und Sie haben zwei zerstört und deshalb sind wir hier. Wir haben einen Job für Sie. Nein! Nein! Damit bin ich fertig! Suchen Sie sich den anderen für Ihr Selbstmordkommando! Haben wir. Und bevor wir den Kontakt zu ihr verloren, sagte sie, wir sollen sie suchen. Mary? Wo ist sie? Was haben Sie ihr angetan? Wo ist sie? Unitologen sind in die innere Wartehalle vorgedrungen. Wir können sie nicht stoppen. Nun schleicht die Zeit davon. Wir müssen los. Sie ist ganz allein da draußen, Isaac. Und ich kann ihr nur helfen, wenn Sie mir helfen. Okay. Okay. Hier. Dann los. Deine Waffe auch mir gegeben, total stumpf.
Das ist deine. Ach, wir waren mit dem Kit. Ich bin auf Nummer voll, bitte. Soll ich auch klein benutzen? Aha. Okay. Ich sagte, ich helfe Ihnen. Also, wo ist Ellie? Wie lange ist sie schon verschwunden? Halten Sie die Klappe und kommen Sie her. Ich erkläre es Ihnen später. Hey, wer zum Teufel sind Sie denn? Scars letztes Bataillon. Norton, Captain Robert Norton. Und das ist Sergeant John Carver. Letztes Bataillon? Wie meinen Sie das? Was verstehen Sie daran nicht? Es gibt sonst niemanden mehr. Sieht sauber aus. Niemand mehr? Scars, unser Wagen, los jetzt! Wir haben uns gefunden, zum Wagen! Los, los! Da fliege ich jetzt gleich bei dir auch nur vorbei, Alter. Hier lang! Sie sind hier unten! Ach, ich bin nur hier. Isaac, Bewegung! Los! Entdeckung! Achtung, gleich kommt! Ah, Kacke! Kommt gleich weg, du Mutter! Ich hab die Schüsse doch für Schaden gekriegt, weil das physischer Schaden ist oder was. Obwohl ich hab das Ding noch gerne an den Anzug soll. Hier ist nichts. Oh. Das sind Unitologen. Warum wollen sie uns töten? Die wollen Sie töten. Was? Verschwinden Sie da und halten Sie die Klappe. Mieses Arsch. Warum sind die Fanatiker hinter mir her? Wir haben früher schon Marker zerstört, Isaac. Daher sind sie eine Bedrohung für ihren Plan. Plan? Irgendeine Zeitprophezeiung im Zusammenhang mit den Markern. Die Konvergent? Ja, Ellie meint, sie können sie aufhalten. Sie ist verschwunden und sie sind von ihrer gefolgt? Ja, gehen Sie jetzt zum Dach des Fletcher Corp-Gebäudes. Dort wartet ein Rettungsteam. Haben Sie diesen Mann gesehen? Bitte, wo ist ich er? Weiß es nicht. Die schlachten wir einfach die Leute ab. Oh, Ida wurde weggetaucht. Ups. Hier passieren wieder bestimmte Dinge. Du stehst mir gerade im... Was ist das? Kommen Sie! Wir müssen aufs Dach! Brüder und Schwestern! Norton, das ist nicht das nur eine Menschenjagd, sondern eine systematische Metzelei! Ihnen das auch aufgefallen. Aber warum die Regierung stürzen? Warum Edgar? Hennig sagt, sie hätten mit den Markern experimentiert. Er hält das für Ketzerei. Sie können sich denken, was die von Ihnen halten. Bringt ihn her. Isaac Clarke. Der Mann, nach dem ich gesucht habe.
Verschwenden Sie nicht Ihre Energie. Sie werden ohnehin gleich tot sein. Heb ihn hoch. Ich möchte Ihnen was zeigen. Da. Sehen Sie das? Das ist ein Marker-Testlabor. Es gibt sie überall, in allen größeren Kolonien und Außenposten. Was wollen Sie von mir? Als Teil des Marker-Testprogramms haben Sie geholfen, sie zu machen. Und heute, Isaac, werden Sie Zeuge sein, wenn ich Sie freisetze. Nein, nein! Sie bringen alle um! Der Tod ist nur der Anfang, Isaac. Die Natur muss ihren Lauf nehmen und ich lasse nicht zu, dass Sie oder jemand anderes das aufhält. Augen geradeaus, Isaac. Passen Sie gut auf. Und jetzt werden Sie Teil des Wiedergeburtszyklus. Das ist klar. Was haben sie hier mit den Leuten gemacht? Die haben die ja regelrecht abgeschlachtet. Ja. Carver, was zum Henker geht da unten ab? Lennig hat das Rettungsteam umgebracht. Scheiße. Ich komme mit der Eudora rein. Finden Sie einen Weg aus der Stadt raus. Was ist mit den Zügen an der Washington Station? Wir können mit einem rausfahren. Und wie sollen wir das machen? Finden Sie es raus. Wir sehen uns dann bei den Schienen. Dies ist eine Notfallmitteilung. Zu Ihrer eigenen Sicherheit wird dieser Bereich bis auf ein... Muss die einfach echt mal klar stehen. Bei diesem Forsch
Washington Station? Genau, wo zum Henker sind die Züge? Keine Ahnung. Wir auch Schluss machen. Moment. Los, helfen Sie mir mal. Was? Warum? Das ist ein Zugdepot. Wir können einen der Ersatzzüge reparieren. Suchen Sie die Zugmaschine. Oh Mann, wir haben keine Zeit für diesen Scheiß. Zuganordnung unvollständig. Bitte vor Abfahrt Zugmaschine und Treibstoffwaggon ankoppeln. Wir haben uns hier verabschieden und hören uns bei dem nächsten Part. Wir werden das natürlich versuchen, regelmäßig durchzuspielen, also den Schwierigkeitsgrad. Aber wir müssen auch die Lust dazu haben. Also bis dann.